BMX Back Streak Session. 15 minutes time for it. Und da beginnt das Psychospiel. Keiner will der Erste sein. Who's dropping in first? Looks like Mark Webb will enter and open the Best Trick Session. Augen auf, liebe Leute. Mark Webb beginnt. Wow, beginnt mal direkt mit einem 360-Tail-Tap. Downside within. Noch irgendwelche Fragen? Mark Webb just killed it. First go. Amazing. Who's next? Show us what you got, boys. Sergey Gaya. Icepick am Sabre. Oh, jeder, der Sergey kennt, der weiß ganz genau, da kommt noch eine Schweinerei hinterher. Alle Augen auf Sergey. Schnappt sich die Telekom Quarterpipe. Icepick. 270. Tail Tap Stall. Fakey. Boom! Wow, jetzt Sergey. Going tech. Pat Casey's on the course. Wir werden sich nochmal aktuell an die Kondition hier. Ryan Taylor, auch ein Teilnehmer der Best Trick Session. Genau das gehört dazu. Am Anfang tut man sich immer schwer, die ersten Tricks aufs Parkett zu zaubern. Die kleinen Mind Games. Und ganz zum Schluss, die letzten 5 Minuten werden die interessantesten sein. Dann will jeder noch mal ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Aber die Zeit, die Uhr läuft gnadenlos runter. Sergey Gaya will noch mal was abhaben. Come on, Sergey. Ryan Taylor. Oder doch nicht. Das sieht nach Mad Dog aus. Brad Manasewicz. Mal eben locker flockig 900er angedreht. Leider nicht gestanden, das Ding. Wow. You're not gonna try what I thought I just saw. Are you? Okay. Mark Webb back in the game. Hat schon mit dem ersten Move unglaublich Punkte gut geschrieben auf sein Konto. 540 Tap to Ice Pick. Ja, versucht er sich noch ein bisschen dran zu gewöhnen. Lässt dann lieber nochmal ein paar andere Leute den Vorsprung. Ryan Taylor zum Beispiel. Aber auf die Spine für Ryan. Mal sehen, ob er noch was rausprügeln möchte innerhalb dieser Jam Session. Nose Press von Ryan. Und Pat Casey nimmt nochmal Anlauf. Auch Pat will irgendwann mal was versuchen. Augen auf. The Mad Dog is in the house. 900! 900er ausgepackt. Und Daniel Tünte ist on fire. Da haben wir nochmal Rob Armour. Oh. What? Rob Armour thrown down a front flip drop in. Von der Box runter ins Flat. Unnormal. Und alle Augen jetzt, liebe Leute, auf Mark Webb.
Der hat was vor. Five, tap, ice, wow. Five more detail tap, ice pick, 270, faking out something. Anybody. Whoa, somebody's bike just exploded. Come on, Mark, five, ice. Pat Casey wants a piece of that cake. Liebe Leute, Mark hat mir gerade gesagt, was er vorhatte. Und wenn er das Ding steht, dann seid ihr die allerersten, die sowas live von ihm zu gesehen bekommen. Mal wieder eine kleine Erfindung aus dem Hause Web. Jetzt erstmal, Mad Dog. Was hat er vor? Das kann nicht bei einem normalen 900er bleiben. 900 Barspin? Are you kidding me? 900 Barspin! Wollt ihr das Ding sehen, Berlin? Dann gebt ein bisschen Gas, liebe Leute. So was habe ich noch nicht gesehen. 900er Barspin. WTF. Alright, who's up next? Adrian Larkin spielt auch noch mal ein bisschen mit. Auch er hat noch mal was vor. A little less than 10 minutes still on the clock, gentlemen. Truck driver job, nice. Street moves von Mauerwerk. All right, hier sehen wir ihn. Pat Casey am Start. Augen auf Pat. Oder ist es einer der berühmten Vorbereitungsruns? Er scheint so zu sein. Er nimmt Anlauf. Er wird schneller, liebe Leute. Do it, Pat. You got this. What? Are you kidding me? Backcade Backflip von Pat Casey auf den Step-Up hoch. Sowas haben wir bei den Extreme Playgrounds auch noch nicht gesehen. Jetzt aber erstmal 900er Barspin. Sehen wir ihn gelandet. Oh, so close. You got this. You got this. Er ist so nah dran. Liebe Leute, was hier gerade passiert, da habt ihr keine Vorstellung von. Drei Kandidaten packen gerade Tricks aus, die es noch nie bei den Playgrounds gab. Und ihr seid live dabei. Wir sehen einen 900er Barspin. Wir sehen eine unglaubliche Schweinerei von Mark Webb und von Pat Casey, den Decade Backflip, den Step-Up hoch. Unnormales Programm. Und ich finde, das muss ein bisschen respektiert werden. Deswegen kommt schon, Berlin, lass mich nicht im Stich. Ich weiß, ich kann mich auf euch verlassen. Hier ist unser Mann aus dem sonnigen Kalifornien. What? Herrschaften, das müsst ihr euch erstmal in der Slow-Mo nachher reinziehen, um nachzuvollziehen, was das gerade war. Ein Decade Backflip. Das sehen wir nach der Session nochmal in der Slow-Mo. Unreal Pad, maximum respect. A few guys still on the decks. Adrian kommt nochmal rüber geschossen zu Siggy. 6 minutes, guys. 6 minutes still on the clock. Enough time, I would say. Oh, Harry Mayne is on the course. I like that. I like that. Jeder versucht jetzt natürlich im Kopf nochmal durchzugehen, ob er was in der Tasche hat. Nochmal was gegen anzustänkern, gegen einen Decade Backflip. Jetzt aber, ihr müsst laut sein, viel lauter, Berlin! Boom! Are you kidding me? Liebe Leute, das war der allererste 900er Barspin in Europa, den ich jemals gesehen habe. Und ihr wart live dabei. Ich vermelde meine Stimme mal wieder. Ja, ihr kennt mich ja so, ich weiß.
aber es lohnt sich. Ich gebe gerne meine Stimme dafür her, wenn ich dafür 900er Barspin sehen darf. Oh, nochmal. Frankie says go time. Da sitzen sie da oben, beratschlagen sich nochmal. Was soll da noch passieren, Leute? Was soll hiernach noch passieren? Decade Backflip, 900 Barspin. Das sorgt für offene Kiefer. 5 Minuten, 5 minutes, gentlemen. We still got 5 minutes. Und wir haben heute schon zweifache Geschichte geschrieben. Sowas gibt's nur bei den Playgrounds-Herrschaften. Come on, get that, Ziggy. Mind tripping. Daniel Tinte gerade hier bei mir oben am Start. Sucht sich nochmal eine kleine Line zurecht. Decade Drop, nice, Daniel. Aus dem Nichts. One-80 über die Spine. Yes, Adrian. Monströse Spine. 1,80 Meter hoch und er macht einen locker flockigen 180 rüber. Jetzt aber Rob Armour mit einem geliehenen Vorderrad. Get that, Rob. Wollt ihr den Frontflip-Drop eben nochmal sehen von Rob? Dann müsst ihr jetzt laut sein, Berlin. Bam! Die Brüder schenken sich absolut gar nichts hier. Three minutes still to go. Das ist, kommt jetzt in die spannende Phase. Die lassen jetzt die Uhr runterrasseln, um ganz zum Schluss nochmal Schweinereien auszupacken. Mark Webb will auf jeden Fall ein Stück Kuchen abhaben. Whip Butcher, da will was dran gehangen werden. Augen jetzt auf Mark Webb. Whip Footjam, come on. Wo ist euer Support für Webby? Kommt schon. Berlin, lasst mich nicht im Stich. Jetzt dürft ihr laut werden. Viel lauter müsst ihr werden. Mark Webb is in the house, ladies and gentlemen. Whip Footjam. Do it, come on, Webby. Here we go. Kommt schon, Berlin. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Oh, no way, no way, this is ridiculous. Tail whip foot jam to down whip in. Sehen wir heute die dreifach geschriebene Geschichte, liebe Leute. Zwei Tricks schon in den Büchern bei den Playgrounds, die Geschichte geschrieben haben. Sehen wir nochmal das Unglaubliche von Mark Webb. Tail whip foot jam, down whip in. 2 minutes, gentlemen. 2 minutes on the clock. God, nice, Daniel. Last minute, guys. Last minute. Come on, you got this, Webby. You got this. What? Come on, you got this. This is ridiculous. Wollt ihr Mark Webb nochmal in Action sehen? Dann müsst ihr laut werden, viel lauter, wenn ihr abgehen wollt. Mark Webb, Chain Whip, Foot Jam, Down Whip, in. Come on, come on, come on, come on. The last seconds on the clock. Thirty seconds, gentlemen, that's all it is. Here we go, here we go. Harry Mayne just flare dropped in. Mark Webb, foot jam, down whip. Come on, you got this. Harry Mayne hat gerade im Hintergrund einen flare drop in gemacht.
Jetzt, 10 seconds. Webby, you're going to close this one. Do it, Webby. Do it. Do it. You got this. Oh, almost so close. Give it up one more time for all guys in the best trick session. 900 bar spin. Deadgate backflip. Well, grab one more time. No, it wasn't meant to be. Thank you very much, liebe Leute. Gebt euch selber mal einen riesen Applaus. An dieser Stelle nochmal ganz kurze Erinnerung. 18 Uhr Signing Session am Telekom-Stand mit Greg Lutzka und Shane O'Neill. Shane O'Neill und Greg Lutzka Signing Session am Telekom-Stand 18 Uhr. Und da sehen wir nochmal die ein oder andere Schweinerei hier auf dem Jumbotron. Liebe Leute, Sergey hat nochmal ein paar schöne Moves ausgepackt hier. Da sehen wir nochmal ein paar Highlights. Hier sehen wir Rob Armour. Brad Benesavich, 900er. Aber mit dem normalen 900er sollte es nicht gewesen sein. Das war der normal gedrehte 900er. Und da hat er nachher noch den Barspin mit rangehangen. Frontflip Drop. Oh, da sehen wir nochmal die Plattenvorderreifen von Rob. Und da, 1, 2, 2,5-fache Drehung mit Barspin. Truck Driver Drop von Adrian. Und hier, liebe Leute, da sehen wir nochmal von Pat. Decade a Backflip. Das war einer der ersten Versuche und das Ding hat er nachher nochmal geschafft. War er das? Boom! Cleaner geht's gar nicht mehr. Wir warten auf die Ergebnisse. We're waiting for the results of the best trick session. Who will take a paycheck of 1500, who will pay a paycheck of second place, 1000, und wer nimmt den dritten Platz mit $500 mit nach Hause. Waiting for the results, just to come in soon. Harry Mayne, Flair drop in. Superman Fronty von Wop. Leider die Füße weggeblaut. And the winner is Brad Benesavich with the 900 bar spin. Pat Casey takes second place. And Daniel Tünte takes third place. Dritter Platz für Daniel Tünte. Wahrscheinlich für den Decade Drop. Liebe Leute, ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit Live on Stage Zebra Heads. Wir sehen uns gleich wieder. Peace out.